Hallo und herzlich willkommen zu neuen Abenteuern im Phantasus Studio, eurem Miniaturenbemalservice aus Wiesbaden und herzlich willkommen zur Studiotour 2020. Ja, ich zeige euch heute, wo wir arbeiten, wie wir arbeiten, ja, und wie das ganze Studio aussieht. Ihr habt es euch gewünscht und dem Wunsch der Bitte komme ich gerne nach. Ich laufe heute mal so ein bisschen mit der Kamera rum und zeige euch einfach, ja, wie das ganze Studio hier aussieht, ne? Was das hier eigentlich überhaupt ist, damit ihr mal eine Vorstellung davon habt. Also, kommt mit und ja, viel Spaß mit der Tour. Wir starten ganz unspektakulär hier in unserem Konferenzraum. Ihr seht, da hinten ist ein 3D-Drucker, die werden euch öfters mal auffallen. Wir haben eigentlich überall im ganzen Studio verteilt irgendwelche 3D-Drucker. Braucht ihr euch nicht wundern, es gibt eigentlich keinen Raum, wo nicht irgendwo ein Drucker steht. Ganz lustig, wie die sich hier alle so angesammelt haben. Ja, der Konferenzraum, wie gesagt, wird für Konferenzen genutzt, für Besprechungen. Unser Montagsfrühstück findet hier immer statt, aber hier finden auch Rollenspielrunden statt. Brettspielrunden und ja, allgemein alles, wofür man mal so ein geschlossenes, losgelöstes, getrenntes Räumchen braucht. Wir gehen aus dem, hier nochmal schön der Blick auf die Fensterfront. Wir haben auch schön Tageslicht hier oben. Wir sind im zweiten Stock. Für die, die es noch nicht wissen, das gesamte Phantasus Studio hier hat eine Gesamtfläche von 330 Quadratmetern. Das heißt, wir haben schon ein bisschen Platz. Und jetzt komme ich in die Phantasus Arena. Die Arena ist so der Spielraum. Hier finden aber auch unsere Bemalworkshops statt, also die Einsteiger- und die fortgeschrittenen Workshops. Die Bemalworkshops, die eben in Gruppen stattfinden, die finden hier statt. Diejenigen, die die Videos sich früher angesehen haben, die wissen noch, wie der Raum am Anfang aussah, als wir das alles renoviert haben. Mittlerweile ist er fertig, seit Anfang 2020, ja, ein bisschen unglücklich damals, als es die Corona-Pandemie gab. Nichtsdestotrotz, jetzt ist er vorhanden, schon seit einiger Zeit, wird gut genutzt. Ich würde mir wünschen, dass er noch ein bisschen mehr genutzt wird. Wir haben insgesamt 5 Tische, 1, 2, 3, 4, 5, die zum Spielen benutzt werden können. Die werden sowohl für Tabletop-Runden als auch für Brettspielrunden, Sammelkartenspiele, Rollenspiele und so weiter benutzt. Hier, diese Ecke sollte euch auch bekannt vorkommen, hier finden die meisten Videoaufnahmen statt, wie zum Beispiel unser Podcast oder irgendwelche Unboxing-Videos, weil ja da hinten so dieser Bereich, wo die ganzen Spiele eben aufgestapelt sind, finde ich eigentlich ganz schön und ganz nett. Dann schwenken wir mal in die Richtung. Wir haben hier überall auch Vitrinen stehen. Wir haben überall Spielplatten stehen, da komme ich gleich zu. Wir haben unter anderem hier eine Vitrine mit jede Menge Studiofiguren, die ihr zum Teil auch kennen solltet. Vitrinen haben wir genauso wie 3D-Drucker eigentlich überall hier irgendwo im Studio. Braucht ihr euch also nicht wundern. Da liegt ein kleines Pikachu, ein bisschen ungünstig. Wir haben einen Beamer und da vorne befindet sich auch noch eine Leinwand, die man ausklappen kann für ja, Kino-Sessions, Videospiel-Sessions oder auch, wie es geplant ist, für Workshops und ähnliches, dass man eben auf einer großen Leinwand besser sehen kann, was die Kursleiter machen. Hier unten, ja, das Schöne ist, wenn man so eine Arena hat, hier können dann auch mal Spiele aufgebaut bleiben. Und das findet hier gerade statt, das ist eine Warhammer-Quest-Runde. Wenn die Brettspielrunden sind, werden die Platten abgebaut. Ansonsten haben wir, ach ja genau, hier noch ein schönes Whiteboard und Softboxen, die man auch zum Filmen braucht, das Whiteboard für entsprechende Sachen. Wir haben hier, damit ihr euch nicht wundert, wo ist das ganze Gelände, das haben wir alles hier in diesen wunderbaren, schicken Einbauschränken. Das ganze Gebäude hier ist aus den 60ern. Das heißt, hier dürfte natürlich jetzt nicht die Creme de la Creme erwarten. Ich denke, wir haben das Beste rausgeholt, was möglich ist. Aber natürlich sehen ein paar Sachen altbacken aus. Also allein dieser Bereich hier, so wunderschön wie er ist, so alt ist er natürlich auch. Ja, wir haben dann hier unsere Geländebereiche. Das ist alles beschriftet, dass ihr euch nicht wundert. Also das haben wir auch nochmal komplett hier. Und wir haben dann hinter der Tür befinden sich noch jede Menge Platten. Und auch hier haben wir auch noch Gelände. Das ist alles Gelände, was wir fürs Studio produziert haben, bemalt haben, gebaut haben, gedruckt haben. Da oben geht es noch weiter. Da oben auch noch, komme ich jetzt gerade nicht dran. Und noch zahlreiche weitere Spielplatten und Spielmatten. Der Raum hier allein hat über 100 Quadratmeter und es bietet also wirklich jede Menge Platz für Spielaktivitäten aller Art. Dieser Raum kann auch außerhalb unserer Geschäftszeiten genutzt werden. Dafür gibt es einen Gemeinschaftsschlüssel.
Und ansonsten läuft es hier in der Arena alles sehr auf einer, ja, Vertrauensbasis ab. Okay, das war der Blick in die Arena. Wir gehen dann jetzt mal raus, ganz wichtig. Und ja, das hier ist dann so das Treppenhaus. Falls ihr ein bisschen Musik im Hintergrund hört, wir haben hier ein Fitnessstudio direkt in der Nachbarschaft, die bei ihren Kursen gerne mal ein bisschen lauter Musik machen. Ja, das Treppenhaus ist ja schon allgemein aus alten Videos bekannt. Wie gesagt, gucken wir mal nach da unten. Ja, da geht's runter. Aber uns interessiert ja eher der Eingang zum Studio selbst. Und da gehen wir als nächstes rein. Den Blick in die Küche erspare ich euch. Ich zeige euch jetzt hier mal direkt den Eingang, wo es zum Studio reingeht. Wir gehen hier gleich zur rechten Seite in den Zusammenbau, der normalerweise von Matthias, aber der ist nicht da, beherrscht wird. Hier ja, findet der Zusammenbau statt. Wir haben einen eigenen Raum, wo nur Zusammenbau stattfindet und gemacht wird. Das heißt, hier liegen die ganzen, wir haben immer Projekte in diesen einzelnen Projektboxen, die gibt es in verschiedenen Größen und quasi jede Box, die ihr hier irgendwo seht, da ist ein einzelner Bemalauftrag, ein eigenes Projekt drin. Ja. Also hier stehen alle Projekte, die in nächster Zeit gebaut werden sollen oder bereits gebaut wurden. Darüber hinaus, ich habe es euch ja gesagt, 3D-Drucker, überall stehen bei uns 3D-Drucker rum. Hier ist auch das ganze Bau- und das Bastelmaterial, teilweise Langzeitprojekte. Und ja, jede Menge andere besprechungswürdige Dinge, die noch im Zusammenbau durchgequatscht werden müssen. Das ist der Arbeitsplatz von Matthias. Der Matthias baut, wie gesagt, die ganze Zeit hauptberuflich, wird teilweise aber auch dann vom Team noch mit unterstützt. Aber er hat den Hut auf, wenn es ums Thema Zusammenbau geht. Finde ich sehr schön, wie er sich das hier mit den Pflanzen alles eingerichtet hat. Ne? Gut, aber wie gesagt, er ist heute nicht da. Sein Glück ist er nicht auf der Kamera. Dann kurzer Blick, ist wahrscheinlich eher unspektakulär. Hier sind wir im Lager, im Packraum. Das heißt, hier werden eure Bestellungen ausgepackt, eingepackt. Auch hier wieder 3D-Drucker. Ich sag's ja, irgendwo haben wir immer welche stehen. Dann haben wir hier, das ist der Fotoraum. Also hier werden die ganzen Fotos gemacht. Habt ihr auch bereits gesehen. Wir haben dann hier so Projekte, die demnächst in den Versand gehen, die fertig sind, die auf Rückmeldungen von Kunden warten. Und das hier ist alles noch so ein bisschen Lagerbereich, ne? Auch hier teilweise Kundenprojekte, teilweise Secondhand-Lager. jedes größere Studio, jeder größere Bürobereich braucht letztendlich sowas wie so ein Lagerraum. Ne? Ja, alles hier Lagerboxen zum Verschicken. Und da drüben haben wir einen. Dieser Raum hier, der ist vermietet. Wir haben einen Untermieter seit einiger Zeit. Ich wollte ursprünglich in dem Raum mal ein eigenes Studio reinmachen für Fotos und Videos. Wir haben hier mehr Platz, als wir eigentlich brauchen. Und deswegen kann der zurzeit vermietet werden. Hat einen eigenen Eingang, ist eigentlich auch ganz schön. Hat jemand hier seinen Hobbyraum eingerichtet. Dann haben wir hier, ja, ich würde mal sagen, früher nannte man das Sozialraum. Hier ist so ein bisschen der Aufenthaltsbereich für die Mittagspausen, auch mal für Besprechungen. Wenn zum Beispiel auch mal Kunden vorbeikommen, haben wir hier, ganz wichtig natürlich, die Kaffeemaschine. Auch hier die Begrünung, die der Matthias gemacht hat, echt schön. Viele, viele von unseren Gästen sind immer ganz begeistert von unserem Nerf-Regal, das wir hier haben. Und ansonsten haben wir dann hier noch, ja, die, ich hoffe, ihr habt mich eigentlich auch gut gehört, weil ja die ganze Zeit hier die rauschende Anlage von der Airbrush lief, aber das riskieren wir jetzt einfach mal. Ja, hier nochmal so ein paar Regale, auch hier wieder Vitrinen. Wie gesagt, neben 3D-Druckern haben wir hier überall Vitrinen stehen, die sich auch Kunden immer sehr gerne ansehen. Dann gehen wir weiter ab hier, das ist so ein bisschen die Abtrennung, die wir gemacht haben, beginnt dann der Arbeitsbereich des Studios. Wir haben zwei Airbrush-Arbeitsplätze, unter Umständen kommt noch ein dritter dazu, denn manchmal kann es da schon durchaus eng werden. Wir haben hier den Lagerbereich für Grundiersprays, für Projektboxen, für Buchhaltung und so weiter. Farben werdet ihr auch bei uns überall sehen. Und dann haben wir auch hier wieder Malaufträge, Projekte, die noch in den Zusammenbau müssen oder die kurz davor stehen, in den Zusammenbau zu gehen. Eine weitere Vitrine und dann gehe ich gerade mal gleich mit euch rüber in den nächsten Raum. Diejenigen, die die alten Studio-Updates sich angeguckt haben, wissen, dass hier ist der Raum, in dem die, wie sagt man so schön, die Magie stattfindet. Das heißt, das hier ist so der Hauptraum des Studios. Hier wird gemalt, hier werden die Projekte realisiert und in die Tat umgesetzt. Wir haben auch hier wieder Farben, 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 ohne Ende Farben. Die Farbenhersteller, wir sind sehr viel auf AK mittlerweile übergegangen, aber wir haben auch Army Painter, Vallejo, Games Workshop, P3. Wir haben verschiedene Arten von Contrast oder andere
Hersteller, die ähnliche Produkte anbieten. Das ist schon eine ganz schöne Menge an Farben, die sich hier angesammelt hat. Wir haben das ganze Base-Material hier irgendwo. Teilweise ist das auch noch alles in Schränken. Auch hier wieder ein weiteres Projektregal mit Bemalaufträgen, die demnächst anstehen, die nach einem speziellen Muster sortiert sind bzw. zurzeit umsortiert werden. Und dann geht es hier eigentlich an die einzelnen Arbeitsplätze. Teilweise kennt ihr ja auch die Künstler, die hier arbeiten schon, weil wir auch seit vielen, vielen Jahren ein sehr, sehr stabiles Team haben. Jeder Künstler hat so seinen eigenen Arbeitsplatz, an dem er eben ein Projekt bearbeitet. Es ist auch hier wieder Vitrinen, habe ich ja schon gesagt. Es ist so, teilweise arbeiten die Künstler an einzelnen Projekten, teilweise arbeiten sie in Zweier- oder in Dreier-Teams oder große Armeeprojekte werden dann von der gesamten Mannschaft gemeinsam bearbeitet, nachdem es im Vorfeld eben eine entsprechende Teambesprechung gegeben hat, um so ein bisschen ja auszuloten, in welche Richtung so ein Bemalauftrag gehen soll. Gerade bei großen Armeeprojekten ist es verdammt wichtig, dass man da sehr darauf achtet, sich vorher gut abzusprechen und nicht irgendwo in irgendwelche Stolperfallen zu geraten. Das sind aber Dinge, die man halt einfach über die Jahre des Studios und mittlerweile existieren wir ja schon seit über 10 Jahren, so mit der Zeit erst ja herauskriegt und erfährt. Ja, das Schöne ist, jeder Künstler hat so auch seine eigene Vitrine mit seinen eigenen bemalten Projekten. Das Spannende ist, dass wir hier wirklich alle zum größten Teil so verrückt sind, dass jeder noch parallel zur Arbeit noch eigene Projekte bemalt, vom Hobby nicht loslassen kann. Auf dem Tisch hier sind so aktuelle Projekte, die bearbeitet werden. Ihr seht, wir haben da zum Beispiel aktuell in diesem Fall Necromunda Ash Waste fertig. Da steht noch die Abschlusskontrolle und die Fotos an. Und ansonsten haben wir hier halt auch weitere Projektboxen und Sachen, die so ungefähr diese Woche anstehen. Mr. Morgan ist auch wieder am Start. Der hat hier auch seine Ecke, seinen Platz. Ja, hi, servus. Und hier befindet sich so ein bisschen der Bereich, in dem ich sitze. Kleines Hobby-Mal-Eckchen habe ich mir noch erarbeitet, wenn ich mal Zeit habe. Ansonsten ist es natürlich so, von hier aus beantworte ich eure E-Mails, eure Anfragen. Hier kümmere ich mich ja um die Angebote, um den ganzen Social-Media-Kram, die Preisliste und so weiter. Das heißt, das hier ist ja der Kommunikationsbereich. Und hier sind auch schon wieder neue Projekte, die darauf warten, aufgenommen zu werden. Wir haben dann einen Projektaufnahmeprozess, der recht umfangreich ist und sehr detailliert mit einer Online-Projektvorbereitung arbeitet, mit einem Feedback-Prozess und lauter Dingen eben, die, ja, wie soll ich mal sagen, da mit der Zeit sich einfach ergeben haben, damit es effektiv abgearbeitet werden und protokolliert werden kann. Jo, das ist also dieser Raum. Lassen wir mal die Jungs und Mädels hier in aller Ruhe arbeiten. Und gehen wir mal wieder zurück. Ja, das mal so als kleiner Einblick in das Phantasos Studio, in den Ort, in dem wir arbeiten, in dem wir tagtäglich eure Projekte bemalen, in dem wir uns um eure Anfragen kümmern, Angebote für euch schreiben und ja, alles andere eben drumherum machen. Das ist halt auch der Ort, an dem ihr herkommt, wenn ihr unsere Bemalworkshops besucht, sei es einer von den Gruppenbemalworkshops oder ein privater Bemalworkshop. Das heißt, es findet dann entweder hier in der Arena statt oder drüben in den Räumen, die ich euch gezeigt habe. Und so, ja, verbringen wir hier den Tag. Wir sind schon seit 2013 hier, also schon eine ganz schöne Zeit. Am Anfang hatte der Vermieter gesagt, hey, Sie werden sich wundern, die Fläche werden Sie brauchen, weil ich war mir erst nicht so sicher, brauche ich wirklich ein so großes Studio. Aber mittlerweile kann ich tatsächlich sagen, ja, der Vermieter hatte damals recht, die Fläche wird wirklich gebraucht. Auch wenn wir jetzt den einen oder anderen Raum so mal zwischenvermietet haben, weil wir ihn gerade nicht brauchen. Es ist schon gut, hier so viel Platz zu haben, gerade auch mit der Arena und dem Studio. Ihr seht's bei den Projekten, an denen wir arbeiten. Und wir haben teilweise 40, 50, 60 Projekte, an denen wir parallel arbeiten mit unserem Team. Da braucht es einfach Platz. Da braucht es eine Organisation, da braucht es ein großes Drumherum. Das ist auch der Grund, weswegen ich kaum noch zum Bemalen komme. Eigentlich so gut wie gar nicht. Ich mache nur die ganze Organisation drumherum, die ihr jetzt so ein bisschen gesehen habt. Die E-Mails, das Ganze hin und her, eben die Angebote, das Projektmanagement im Hintergrund. Und da bleibt für mich nach all den Jahren keine Zeit, sondern ja, ich bin dann quasi so das, die graue Eminenz im Hintergrund, die sich um alles kümmert. Okay, das war's für diese Studiotour fürs Jahr 2022. Wenn ihr Fragen habt nochmal zum Ablauf hier im Studio oder zu einzelnen Sachen, die ihr gesehen habt, dann fragt, stellt eure Fragen in die Kommentare, schreibt sie rein. Ich beantworte das gerne und vielleicht machen wir mal regelmäßig mal nochmal eine Tour, gucken mal so ein bisschen, was die einzelnen Künstler auf ihren Tischen haben. Aber das soll es jetzt fürs erste Mal gewesen sein. Ihr habt jetzt mal einen Einblick
Einblick in unsere Location bekommen, in unsere Arbeit und ihr wisst, hey, wir sind da, wir sind für euch da und ja, danke, bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss.